Ja, liebe Leute, willkommen zurück zum weiteren Part von Let's Play Pokémon Platin. Wir haben den letzten Arena-Orden endlich in Besitz und das bedeutet Pokémon Liga, wir kommen und von der werden Damen... Okay, nee, vorher kommt Jan. Okay, alles klar. Hennemada, hey, was sehe ich da? Du hast dir einfach alle 8 Orden aus der Sinnoh-Region geholt. Boah, du, das ist ja total abgefahren. Ich bin ganz neidisch, aber du hast noch lange nicht gewonnen. Weißt du warum? Weil ich nämlich der stärkste Trainer überhaupt sein werde. Glaubst du mir nicht? Ist aber so. Früher habe ich immer geträumt, eines Tages wie mein Papa zu sein. Aber jetzt stehen die Dinge anders. Jetzt habe ich darüber nachgedacht, was es heißt, ein Trainer zu sein. Und darüber, was Pokémon sind. Schritt für Schritt werden wir immer zäher. Für den Moment werde ich dich nicht zu einem Kampf auffordern. Gott sei Dank. Ich dachte gerade. Ich gestehe es nicht gerne, aber du bist stärker als ich. Nicht viel stärker, aber es reicht. Ungefähr ein i-Tüpferchen stärker. Ach, noch nicht einmal. Naja, was ich sagen will, ist, dass ich dich in Windeseile eingeholt habe. Also beeil dich, zur Pokémon-Liga zu kommen, sonst siehst du von mir nur noch, Kontenstreifen. War das ein Freund von dir? Ich finde es so schön zu sehen, wenn Leute sich mögen. Das macht mich immer ganz glücklich. Muss ich nicht schön sein, einen guten Freund zu haben? Muss es nicht schön sein, hoppala. Jemanden, mit dem man wirklich alles teilen kann? Jemanden, an dem man sich messen kann, ohne dass man gleich streitet? Irgendwie wird mir ganz warm, wenn ich euch beide sehe. Vielleicht findest du das ja seltsam, aber ich möchte dir gern dies geben. Zum Dank. Es ist zwar nicht viel, aber... Sie sagt, es ist nicht viel, es ist sogar sehr viel. Wir kriegen die letzte Folge von ihr. Diese versteckte Maschine, sie enthält Kaskade. Verwendest du sie, kommst du in die Pokémon-Liga. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Viel Glück. Ja, damit haben wir alles beisammen. Wir brechen auf, Leute. Ja, ich habe übrigens auch schon Ding gleich auf die erste Stelle gepackt, also Kinoso. Auch wenn ich mir eigentlich relativ sicher bin, dass das nicht viel bringt. Weil auf den Wasserrouten, da kommen ja meistens immer Tentacher oder Tentoxer. Da ist der Pflanzentyp dann in der Regel ausgeglichen und Giftattacken sind sowieso mies. Lumineon, okay, gut. Das kriege ich noch hin. Die sind alle überlevelt. Ja, also ich werde auf alle Fälle was nachholen müssen. Steht natürlich, ist natürlich klar. Ich habe ja gesagt, Level 52er Team wäre so, glaube ich, das Minimum, mit dem ich antreten würde dann in der Pokémon-Liga. Und ich glaube nicht, dass wir das bis dahin erreichen werden, ne? Vor allem den meisten fehlen ja sogar noch 10 Level. Das wird sich in der Kürze nicht ausgehen. Auch nicht mit EP-Teile oder so. Ja, deswegen werde ich da wahrscheinlich auch offscreen leveln müssen. So, und ich wette, da kommt jetzt ein Tentoxer-Ding. Ja, natürlich kommt eins. Ich meine, einerseits ist es doch gut, weil... Kann ich wenigstens recht direkt klatschen. Ich probiere es einfach mal aus. Wir würden Blätterwirbel abziehen. Oder Blättertanz. Vor allem die Attacke heißt nicht Blätterwirbel, sondern Blütenwirbel, die ich gerade im Kopf hatte. Da zieht halt wirklich gar nichts ab. Und dann kommt... Ja, natürlich, da gibt es doch so eine Kacke wie Wickel. Kannst du einfach vergessen. Oh, bitte lass noch einmal angreifen, bevor die Verwirrung kommt. Ja, natürlich nicht. Jetzt nur zweimal. Ey, ist das lästig. Ja, come on, ich sag, Zauberblatt geht sich aus. Und ich sage, ich treffe auch. Sagte er und fehlte. Aber komplett. Boah, ich weiß nicht, ist es schon Zeit, dass ich Kinoso mal ein bisschen nachhelfe? Also mit Solarstrahl und so weiter. Der lernt den ja, glaube ich, selbst irgendwann mal. Aber kann ich wirklich so lange noch warten? Ey, Alter. Kummermilch hebt mir mittlerweile auch aus. Aber gut, für das wird's reichen. Ich meine, so oft baue ich das Teil ja gar nicht mehr, denn die meisten sind mittlerweile schon deutlich über 100 KP. Die meisten, alle. Aber wenn es bei manchen Half-Life ist, da reicht... Jetzt kommt der Gift-Team. Ah, ja. Der macht einfach einen One... Okay, Volltreffer. Tentoxer, du bist dreckig.
Ja, jeder würde jetzt Magnetzone einsetzen, aber ich will ein Level auch bei den anderen bekommen. Alter, meine Güte. Stimmt, Styrokinese habe ich ja. Nice, warte, mache ich das so? Eigentlich könnte ich fast schon umwechseln. Ja, ich hatte gehofft, dass ich nicht in die Situation komme, dass einer besiegt wird. Weit gefehlt. Also die Hoffnung hat sich jetzt schon nach 5 Minuten zerschlagen. Yay! Alter. Das macht mich jetzt schon wieder, das macht mich schon wieder wütend. Ich hoffe mal, dass von den Trainern keiner jetzt auf den Toxer oder so geht. Bidifast. Stimmt ja, der ist ja auch Wasser. Aber da wird jetzt der Blättertanz auf alle Fälle one-hitten kommen. Muss er, bitte, 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 bitte. So will ich das sehen. Und das reicht sogar fürs Level Up auf 42. So, was hat der noch auf Lager? Ein zweites hat er ja noch. Glaciola 44. Azumarill. Ja, wenn es so bleibt natürlich, dann setze ich gerne auf Kinoso. Aber ich werde den EP-Teiler langsam aber sicher weitergeben müssen. Vor allem, ich brauche nicht mal was drücken. Stimmt ja, der Blättertanz ist noch am Laufen. Nein! Nicht wirklich. Wow, er killt sich selbst. Gratuliere! Da könnte so ein Move sein, der direkt von mir sein könnte einfach. Das wäre so eine Strategie, die würde ich machen. Wir denken so, jetzt greife ich an, ich nehme ein bisschen eigenen Schaden in Kauf und dann killt's mich im Endeffekt. Ich weiß nicht, ja, eigentlich trifft Zeppeli da jetzt hinhauen, ist schon nicht verkehrt. Wenn da jetzt laufend Toxer auftauchen, und das tut's wahrscheinlich auch, da ist die Psychokinese schon ganz geil, aber der ist jetzt nur Level 34. Gib wenigstens wieder so ein 40er. Würde ich sofort nehmen. Lol. Okay, das ist gar nicht so stark, wie ich dachte. Also entweder sind die Spezialangriffwerte schon wieder absoluter Mist, oder der ist stärker, als ich dachte. Gut, das heißt schon einmal mehr, ich werde nicht auf Psychokinese vertrauen. Nur wenn es dringend notwendig ist. Ah, wechsle ich gleich wieder. Ich mache das jetzt so. Item. Weg mit dem EP-Teiler, den kriegt jetzt Drift Zeppeli. Muss ich erstmal ganz nach unten wieder scrollen. Na komm, wo bist du denn? Hier bist du. Feindrift Zeppeli hat sowieso nicht mein Item oder irgendwas. Gut, das Zauberwasser gebe ich gleich wieder. An Gastrodon, der müsste noch immer die Beere haben. So, was gebe ich jetzt an Glaciola? Ich habe ja ewiges Eis irgendwo. Mhm. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig. Das wird die Eisattacken stärken. Stimmt, und bevor ich es vergesse natürlich, der Topschutz. Auch der ist da irgendwo. Hier ist er. So, dann schaue ich mich gleich mal um. Ist hier ein Weg rein? Tatsächlich. Aha, zum Item. Nein, da taucht was auf. Okay, dann ist es über Level 40 wahrscheinlich jetzt. Und der Toxer. Ja. Oh, ich weiß nicht. Jedes Mal. Da muss ich jetzt sofort wieder wechseln auf Magnetzone. Das mache ich jetzt auch. Macht halt mit Abstand am meisten Sinn, denn Wasser zieht nicht viel ab, Gift bringt sowieso nichts. Gut, mit Kreideschrei kannst du natürlich schon ein bisschen was anrichten.
Aber nee, 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 nee. Okay, wenn es zweimal schon ist, wird es noch kritischer. Ich bin doch bestimmt bei Magnetzone, da habe ich gesehen, der kann scheinbar nicht Donnerblitzer lernen. Also nicht vor selbst über Level. Aber es gibt später eine andere Geschichte, die zu 100% dafür sorgt, dass der Gegner paralysiert wird. Dafür hat es nur eine 50er Genauigkeit, das ist eine starke Attacke. Eine wirklich starke. Die werde ich dann wahrscheinlich irgendwann statt Donnerwelle erlernen. Da werde ich wahrscheinlich auch noch den Magnetflug, den kann er später auch nochmal bekommen. Ich glaube bei Level 50 oder so. Also alleine dahin hingehen ist es ja eigentlich gar nicht mal... Könnte das ein guter Plan sein. Wobei ich glaube, warte mal, die Elektro-Attacke, die erlernt er erst bei 60. Ja, so weit kommen wir ja gar nicht bis zum Champ. Das ist das Blöde. Und das habe ich jetzt wieder nicht gedacht. Ich rede wieder groß, aber das war wieder... Ja, vergessen. Gut. Ja, er kann natürlich Donnerblitzer lernen. Ich mache das jetzt. Aber statt was? Ladungsstoß ist halt genau gleich von der Stärke. Ich muss mir vorher noch die Werte durchlesen. Bevor ich wieder irgendwas mache, was ich später bereue. So, Spezialangriff 106. Okay, deutlich höher. Ja, dann Funkensprung weg. Da habe ich lieber den Donner... Also gleiche Stärke steht nicht mal. 95er Stärke steht da. Ja, aber da bringt mir der Funkensprung wirklich gar nichts. Tatsächlich 95er. Ja dann, adios Funkensprung. Habe ich sogar noch eine Elektroattacke, die auf alle Fälle paralysiert. Mit Donnerwelle. Dafür hat sonst nichts gemacht, aber ist auch gut. Doppelziehen, wer könnte das eigentlich alles erlernen? Das will ich auch schon länger wem beibringen. Jeder. Hoho, okay. Not bad, not bad. Das werde ich mir noch überlegen. Ich meine, ein paar Pokémon wird es echt gut tun, wenn sie nicht getroffen werden. So, nur so mal angemerkt. Vor allem die, die eine 4er-Schwäche haben. Deswegen ein Magnetzone wird da, glaube ich, sogar ganz gut profitieren. Mantirps. Boah, ich habe jetzt schon Angst vor der Siegesstraße, ich bin ehrlich. Da wird wieder so viel Kacke passieren, das weiß ich jetzt schon. Hä? Achso, da ist ja Typ Flug auch. Ja. Allzweckwaffe. Jetzt setzt einfach mal auf Sprungfeder. Da trifft er nicht. So, Gönnung, Donnerblitz. Ach ja. Remoraid gibt's auch noch immer. Gut, dann gehe ich jetzt auf Kinose zurück. Ja, Magnetzone natürlich aktuell das Stärkste, was ich habe. Panfermo auch ganz gut, aber Magnetzone, der ist schon... beeindruckend. Feiere ich mega, was der alles kann. Liegt auch daran, weil der Stahltyp einfach so OP noch immer für mich ist. Der hat so viele Sachen, wo einfach nur halber Schaden angerichtet wird bei ihm selbst. Dafür auch drei Sachen natürlich. Mantax. What the hell? Okay, Magnetzone, ich brauche dich sofort wieder. Da gibt es gleich die Weiterentwicklung obendrauf. Die wäre auch was fürs Team gewesen eigentlich.
Schau, ich finde Mantax eigentlich relativ cool. Na gut. Boah, ich hoffe, dass sich das wirklich ganz gut ausgeht. Mit dem Level, also dass ich so nah wie möglich rankomme. Und dann spare ich mir ein bisschen Stress zumindest beim Offscreen-Leveln. Oh gut, Sackgasse. Mann, so weit ist das doch gar nicht entfernt. Ja, die kann ich leider nicht abwehren. Flucht gescheitert, jawohl. Sind wir wieder soweit? Und Verwirrung kriege ich auch noch oben drauf. Mhm, glaube ich dir sofort. Aber sowas von nein. Okay, immer wenn ich auf Stahl setze, dann geht der scheinbar voll auf Kreideschrei. Was anderes hat er gar nicht vor. Barriere, ja genau. Ist zum Glück nur die normale Verteidigung. Somit... Killt dich trotzdem. Ja gut, man muss auch sagen, Magnetzone dann in der Siegesstraße selbst. Da ist er dann leider eh useless. Hier ist ein Doppelkampf. Gut, davor heile ich mich aber noch. Warte, bin ich an zweiter Stelle, Panfermo. Ja gut, also die beiden haben es ja schon bewiesen, dass sie im Team ganz nice sind. Aber schön, dass ich da nochmal vorbereitet werde. Ey, wie lange geht's denn da bitte noch bis zur Siegestraße? Ich muss doch irgendwann mal kommen. Also so lange habe ich die Route auch wieder nicht im Kopf gehabt. Eigentlich noch interessant, bei der Siegestraße später gibt es eigentlich so eine Art Secret Exit auch. Was da später mit einem Legi zu tun hat. Ja gut. Da ist man auf Maril. Ja, da muss ich eh wechseln. Das bringt nichts. Macht absolut keinen Sinn. Ja, trifft Zeppeli, let's go, der hat schon einen EP-Teiler. Solange jetzt nicht irgendwas in Richtung Unlicht kommt oder Elektro. Hoffe ich jetzt mal. Gut, so stark sind die auch nicht. 40 und 1 darüber. Ich glaube, bis jetzt die Schwächsten hier auf der Route. 84 EP. Boah, das ist schon fast lächerlich. Nicht mal ein 100er. Für einige gerade. Ah, deswegen sind die so schwach. Die haben jeweils 3. Sitzen aber auch nur auf Wingull und so. Ja gut, ich mach die übliche Taktik. Der kann halt echt Verfolgung. Okay, das zieht nicht viel ab. So, warte, das ist jetzt wieder ausgeglichen hier. Und es geht sich sogar ganz knapp aus. Wie viel Glück kann man eigentlich haben? Ich meine, das wird ein One-Hit. Deswegen war der One-Hit eigentlich wichtig. Pelipper. Gut, kleine Planänderung. Erstmal blättert. Achso, nee, da geht er random. Das will ich nicht. Gut, Zauberplatz auf Ding und auch nochmal Psychokinese. Also das Pelipper muss sofort weg. Auf das habe ich keinen Bock. Das war sogar ein Volltreffer. Das bringt wenigstens aus, dass er mal ein paar mehr EP. Okay, gut, das überrascht mich jetzt. Geht der ernsthaft auf Zeppeli? Octillery?
Okay, das erste Mal, dass wir das sehen. 44 auch. Gut, dann würde ich sagen, Unheilbögen geht eh auf beide auch. Ja, so ist es. Ja, nee, also Octillery nehme ich weg. Vielleicht geht es sich sogar aus mit Zauberplatz. Würde mich aber nicht drauf festlegen, ja. Nee, der übersteht da so ohne Probleme. Dann müssen die Unheilbögen nachhelfen. Das gibt's doch nicht. Ampelleuchte, Käferattacke ja auch noch gut, das war's für Kinoso. Nee, ja, versteht's! Ehre, wem Ehre gebührt's. Aber eins kommt dann noch. So, jetzt bitte trifft. Bitte trifft, bitte trifft. Boah, Alter, der hat ernsthaft eine Ampelleuchte überstanden. Das dachte ich nicht. Enteron. Gut, safe. Und den Zug von Drift Zeppeli verwende ich gleich mal für Kinoso. Sicher ist sicher, Leute. Weil rein angenommen, dieses Enteron übersteht das jetzt wirklich. Das wäre absolut blöde. Mittlerweile, also ab jetzt traue ich wirklich den Pokémon den gegnerischen alles zu. Ja, sag ich ja, der übersteht das einfach. Und da kommt die Aquawelle. Na gut, okay. Wenn Drift Zeppeli verwirrt ist, kann ich das glaube ich noch verkraften. Dann use ich auch seinen Zug wieder. Zur Selbstheilung. Geht sich sogar fast aus. Ja, passt. Ja, ein Trainer kommt dann noch, den habe ich schon gesehen. Also, eigentlich wollte ich heute schon in die Siegestraße rein, aber wenn es heute wirklich noch so weit geht, dass ich erst die ganzen Trainer bis dahin besiegen muss. Ich dachte irgendwie, es wären so zwei Trainer oder so, aber ne, überhaupt nicht. Links auf der rechten Seite ist nichts mehr zu holen. Und bitte lass jetzt endlich die Höhle kommen. Ist sogar nicht noch vor der Höhle wieder ein Pokémon Center? In der Regel schon. Kann ich mich sogar nochmal ganz kurz aufheilen und da kommt jetzt das Tentoxa. Ne, mit dir kein Erbarmen. Das Ding reiße ich jetzt sowas von aus dem Leben. Tatsächlich, also jedes Mal, wenn Tentoxa auf den Stahl-Pokémon trifft, sitzt das auf Kreideschrei gerade. Kannst du machen. Aquawelle, ich bin gespannt, wie viel zieht das jetzt ab? Ich sag 20 maximal. Okay, ne, ein bisschen mehr. Ich bin aber auch jedes Mal überrascht, dass Aquawelle eigentlich gerne mal viel abzieht. Was? Ja gut, wenigstens Paralyse. Das heißt, noch mehr Schaden kann er nicht anrichten. Und das ist auch gut so. Trifft Zeppeli 43. Kommt das gerade nur mir so vor, oder geht das bei Drift Zeppeli schneller? Wobei, gut. Nee, das liegt eher an dem Level von den Gegnern. Da geht's ja echt noch weiter. Ach, hört doch auf. Ich will nicht mehr. Schon wieder ein Tentoxa. Ja, wahrscheinlich darf ich wieder auch nicht fliehen. Erstmal einen Kilometer dahin schwimmen. Ich meine, Leute, ich muss aber sagen, das ist hier bei weitem nicht so schlimm. Wie so gewisse andere Sachen, ihr wisst schon. Höhenregion.
Die ist ja nochmal ein ganz anderes Kaliber. Mit der großen Wasserroute. Oh, bitte wird Level up. Nee, natürlich nicht. Wird langsam mal Zeit. Ich mach das jetzt wirklich nur ungern, aber... Er bleibt ja eh nicht zerspart. Einfach, dass ich nicht laufend tauschen muss. Hier ist echt noch ein Trainer. Ich glaube, da vorne ist aber dann zu Ende. Das heißt, rechts die einen noch, die, der jetzt und dann war's es. Bojelin. Klar. Na, Klärchen. Ich wechsle natürlich genau in dem Moment, wo Kinoa so ganz klein Vorteil ist. Gut, Level 46 im Magnetzone haben wir auch Intus. Aber diesmal wirklich. Spiegelsalve. Boah, warte mal, das war eine... War das nicht eine Stahlattacke sogar? Ja, tatsächlich. Anwender feuert Energiestrahl aus seinem Körper, senkt eventuell Genauigkeit des Gegners. 65er Stärke, 85er Genauigkeit. Das ist ein bisschen schlecht. Ziel wird durch einen Haftbomber getroffen. Diese Attacke trifft immer. Also, ja gut, Genauigkeitssenkung, aber... Nee, das bringt's nicht. Sorry, aber... Für 5, mehr Angriff. Schön und gut, aber... Der nicht mehr garantierte Treffer, der tut weh. Wäre angenommen, da kommt wirklich irgendjemand auf mich nochmal in den Top 4, der meint so, ja, ich muss jetzt Dinge einsetzen. Irgendwie Doppelteam die ganze Zeit. Ich erinnere mich noch ungern an den Kampf gegen Ignaz bei Strahlender Diamant. Der dachte sich, ja gut, ich setze mit Drift Zeppeli Staffete ein. Vorher die ganze Zeit Doppelteam oder irgendwie sowas. Und auf einmal, dass Panfermo was kam, war irgendwie unausweichlich. Das wollte nicht getroffen werden. Wie lang ging der Kampf? Ich glaube, irgendwie um die 30 Minuten. Also der Part war sehr lange. Ich erinnere mich an den Part wirklich sehr ungern zurück. Ich meine, weil das so eine Aktion war, mit der ich einfach nicht gerechnet hatte. 49! Also wer noch kein Wasser-Pokémon zu dem Zeitpunkt im Team hat oder kein gutes, hier habe ich eine Empfehlung für euch. 49? Das Ding ist stärker als mein komplettes Team irgendeines. Der versteht einfach auch noch so ein Donnerblitz ohne Probleme. Alter! Ich meine, ohne Witz, ich habe ja sogar mir schon die Werte angeguckt von gewisse Level der Pokémon, die in der Siegelstraße auf mich treffen können. Das sind sogar Level 60er Pokémon teilweise dabei oder 55er. Natürlich auch klassisch underlevelte, aber es gibt eine geringe Chance, krasse Pokémon da drin zu finden. Mit weit über Level 50 aufwärts. Und das ist schon hart. Weil dann ist es auf einmal eines, wo du nicht mal einen guten Vorteil hast. Also das ist das Letzte, was ich in irgendeinem Projekt brauche, dass mich ein wildes Pokémon komplett aus dem Leben reißt. Ist das nicht sogar in irgendeinem Projekt sogar schon passiert bald? Ja gut, okay. Pokémon Purpur ist jetzt eine Ausnahme, genauso wie der Vorgänger Schwert und Schild. Da laufen ja ein paar Regeln allgemein anders. Ich rede jetzt von den Klassikern. Nicht, dass ich wüsste. Allein schon die Vorstellung, du bist nicht mehr bei der Pokémon-Liga dort und dann reißt dich ein wildes Pokémon komplett ein.
Gut, eigentlich gibt es ja tatsächlich. Also ich habe ja die Randomizer Nuzlocke-Geschichte mal erzählt gehabt. Ich reiß die gar nicht weiter auf. Wo ja ein Wuin genau nämlich meinte, es muss mich komplett verarschen. Ich bereue es noch immer, dass ich das nicht aufgenommen habe. Weil das wäre, glaube ich, der Fail auf meinem Kanal. Der Fail aller Fails. Gut, und ich glaube, wir haben es jetzt endlich. Nicht wahr? Nee? Da geht's noch weiter. Das ist doch ein Joke gerade, was die mit mir machen. Da schwimmt noch einer und da ist auch noch einer. Die wollen wirklich alle kämpfen. Also ja, wenn da ein Pokémon Center vor der Geschichte ist, vor der Siegestraße, nehme ich gerne. Ja, ich mach das jetzt. Ich spiele mit Marketzone fertig. Der kommt wahrscheinlich bis nach der Siegestraße eh nicht mehr dran. Unglaublich. Gastrodon. Ah ja. Aber wahrscheinlich mit einem normalen, oder? Also mit dem westlichen. Ja. Da habe ich das coolere. Den Part habe ich so gefeiert, wo ich gesagt habe, ich wechsle die Gastrodons aus. Als würde es nur Farbe ankommen. Kommt sie nicht, Leute, aber da waren ja ein paar getriggert. Ich wollte das dann einfach. Solarstrahl, da ist es. Okay, was verlerne ich jetzt? Also Egelsamen habe ich eigentlich so gut wie nie verwendet. Andererseits... Boah, ich weiß nicht. Also Sonntag brauche ich auf alle Fälle für Solarstrahl. Zauberblatt war eine 60er Stärke, dem ist aber nicht auszuweichen im Angriff. Blättertanz, ja, ist klar. Andererseits, hört sich Pflanzen mit Egelsamen auch nicht so verkehrt an, bin ich jetzt ehrlich. Ja, komm, ich verlerne Zauberblatt. Ich behalte Egelsamen noch. Marschock. Da ist endlich mal wieder Drift Zeppeli gefordert. Ich werde zu bereuen, dass ich jetzt Zauberblatt verlernt habe. Ich hoffe mal, die Taktik geht auf. Klar, Kinosa ist nicht gleich Gewaltro, dem Projekt davor, wo ich die gleiche Taktik angewandt habe. Mit Sonntag und Solarstrahl. Aber ich glaube, er kann helfen. Und das nervt mich schon wieder. Der versteht das einfach. Frechheit. Boah, trifft Zeppeli fast schon 44. Okay, es geht auch noch ein bisschen rasanter als erwartet. So, kommt da noch ein Trainer. Zumindest jetzt hier mal auf festem Boden, ne? Nee, da vorne ist noch wer. Da kannst du mir doch nicht erzählen, dass da wirklich jetzt noch so viele Trainer kommen. Doch, tatsächlich. Ja, aber der Part ist schon lang genug. Verdammt, Alter. Gut, bevor mich die Kuckt und noch herausfordert, Leute, ich würde sagen, wir machen das im nächsten Part weiter. Ja, bis dahin, wünsche ich einen schönen Tag. Ciao, ciao.